Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anjurel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir Flynn gerettet vor ein paar Monstern und andere Leute noch. Ich weiß immer noch nicht, woher die herkommen. Und ja, keine Ahnung, wir haben jetzt hier, weiß nicht, so ein kleines Dörfchen erstellt nach den Ereignissen, die ja passiert sind. Ich weiß nicht genau wieso. Warum die jetzt hier extra? Oh, du bist bestimmt Wunderkoch, ne? Du hast mich gefunden. Du bist ziemlich gut. Zum Glück zeige ich dir, wie man kocht. Bonk, bonk. Crepe. Okay. Ich muss los. Mein Planet braucht mich. Hutsch. Ah, ja. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, warum wir extra hier so ein Ding gebaut haben. Ich meine, ja, da waren ein paar Leute, die gerettet wurden. Ich weiß aber nicht. Ich meine, wir sind hier, ne? Ich hasse diese Karte, ey. Wir sind hier, ne? Hier ist irgendwie Fort Egotor und diese eine Klippe, ja, wo uns diese Blaster-Kanonen die ganze Zeit abgeschossen haben. Hier ist doch nirgendwo Zivilisation. Warum sind hier, woher kommen die ganzen Leute auf einmal her? Also, und warum mussten wir für den jetzt hier ein Dings bauen? Eine Stadt oder Dorf oder so. Also, ja. Ich verstehe es nicht. So, Mark der Fortuna. Kann ich neue Sachen? Habe ich alles noch nicht. Der Mensch halt da. Das ist schwächer als das, was ich jetzt habe, ne? Silberschneider. Das Verkehr. Sturmtöter. Ich habe kein Geld für all das. Willst du um eins, wenn du wählst, immer ins Formel einsetzen, die kritische Form erlangst. Gerbolg. Juri hat gerade, wenn ich meine ganze Gruppe jetzt hier hätte, wäre natürlich sehr gut. Dann wüsste ich wenigstens, was ich hier kaufen kann. So, das kann ich kaufen. Was? Das muss ich warten, bis ich meine Gruppe hier wieder ab, ne? Juri ist sowieso noch am Lernen, ja, dann tue ich mein Geld für irgendwas ausgeben, was weiß ich nicht. Für einen Charakter, bei dem sich die Angriffskraft wahrscheinlich erhöht und bei dem ich auch noch was Neues lerne. So, die nerven so, in meine Sachen darum zu wühlen. Das ist immer so recht traurig. Ah, so wie das Krankenhaus, das ist auch eine Herberge. Wir müssen mal übernachten. Es kostet 100 Geld. Warum nicht? Obwohl, da sollte ich auch vielleicht warten, bis ich weiß nicht, eine ganze Gruppe ab. Also ich weiß nicht. Gucke, ob irgendwie so Übernachtungsskizzen oder so kommen, was weiß ich. Leckerei. Spezifik. Ah, da habe ich meine Spezifik wieder. Verstehe. Niemals? Ich habe keine Ahnung, was hier geschrieben steht, aber es macht mir Spaß, die Reaktion zu beobachten. Alles klar. Ist da gerade jemand mit dem Topf auf dem Kopf? Mein Fenster vorbeigelaufen. Jemand hat einen Topf auf den Kopf balancieren und ist an meinem Fenster gerade vorbeigelaufen. Was? So. Ich hatte uns besser gemacht, als ich gedacht hätte. Hier können wir sicher ein schönes Leben führen. Uns in der Unterstadt. Seid ihr auf alle von irgendwo geflüchtet? Ihr Schildblast, ihr war unter Erde vergraben. Da muss es hier einst eine Stadt gegeben haben. Das ist schrecklich, vollkommen unmöglich, eine Stadt ohne Barriere. Und so soll ein Blaster gut sein, das gar nicht funktioniert. Sehen nur, wie weit diese Stadt gekommen ist. Die Einheit dieser Gilde ist schon etwas. Ich werde Häuser bauen, alle Leute glücklich machen. Wir fangen bei Null an, oder? Ja, endlich Bauauftrag. Endlich. Ja, ich glaube, ich sollte mich hier umschauen, wenn ich meine ganze Gruppe wieder ab. Selbst wenn hier irgendwie Quests oder so sind, ne? Wenn ich meine ganze Gruppe nicht dabei habe, bringt es irgendwie nicht so. Weil daher brauche ich irgendwie, weil nicht, um irgendeine Quest zu aktivieren,
Charakter so und so in meiner Gruppe und ich habe jetzt nur Yuri und Repeat, da bringt jetzt irgendwie nicht so auf Sorge für. Mein Mann ist auf Arbeit, okay. Das kann grammatisch nicht richtig sein, oder? Für den Transport unserer Ware. Da kann meine Frau. Okay. Ich bin froh, dass es scheint hier nichts zu tun. Was muss ich überhaupt machen? Mich mit Flynn reden. Er und seine beiden Kompagnons. Hauptquartier. Ach so, ja. Soll ich nehmen, ich muss mit Flynn reden? Und mit Zodia, mit der habe ich keinen Bock zu reden. Weil irgendwie scheint niemand hier. Also nicht. Scheint irgendwie nicht weiterzugehen, ja. Ich dachte, ich müsste mit meinen. Es gibt ja immer so diese Momente, wo sich alle aus meiner Gruppe ja gerade trennen. Und da muss ich mit jedem von denen irgendwie so ein Gespräch führen und so. Aber das scheint diesmal wohl nicht der Fall zu sein. Na, Zodia. Ja. Und sonst, nein. Ich sage lieber nichts. Okay. Wieder irgendwie was. Bist du bereit? Ich muss gegen den kämpfen, oder? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss gegen den kämpfen, oder? Warum sollte mir jetzt extra fragen? Also bist du bereit für was, um mit dir zu reden? Nee, ich muss gegen den kämpfen. Ja, pass auf. Das hat die wortwörtlich 5 Minuten vorher vorgestellt. Und die hat jetzt nur eines Tages gegen Flynn kämpfen sollst. Nein, ich sag's lieber nichts. Die hat wortwörtlich foreshadowed hier, was jetzt passiert. Nee, ich muss gegen den kämpfen. Pass auf. Für war wetten.改まってどうしたんだ?君はこのまま行くのか?ん?ここに世界の指揮を取る人たちが集まってる。今こそ君の功績を称えられる時だ。またその話か。僕の功績の半分、いやそれ以上が本当は君の。いいじゃねえか。誰がやったかなんてどうでも。 よくないさ。なぜ自分だけそんな選択をする?どうして辛い部分を全部背負い込もうとする?僕には背負えないからか。お前は俺が背負えないもの、背負ってくれてんじゃねえか。俺が好き勝手やれてんのが誰のおかげかってことくらい、分かってるつもりだぜ。だけど! ダメだ。 余計な言葉ばかり出てきてしまう。なら、こいつで来いよ。ユーリ、お前が口で俺に勝てるわけねえだろ。お前が俺に勝てるのは、こいつだろ。そうか。そうだったな。君はいつもそうだ。 Mal los. Schon irgendwie kommen gesehen. Ich will ja nichts sagen, aber okay. Ja, bitte sei nicht so schwer. Okay. Was? Da wollten Angefeindeten. Aufpassen, so Zweikämpfe in Tales aufspielen sind normalerweise ganz schön heftig. Oh Gott, ja. Kommt mir voll irgendwie so Luke versus Ash Vibes. Aua. Komm, komm. Ja. Wie viel Zauber kannst du denn?
Ja. Voll daneben. Der TP. Ja, die gehen aber nicht runter. War eine coole Musik im Hintergrund. Block ich eigentlich? Ich bin noch immer. Oh, oh Gott. Deswegen block ich. Und ich tue mich früh genug heilen. Aber ich passe dann einen Moment nicht auf, ne? Und dann. Na, oh Gott, ja, genau. Oder ich werde so bombardiert von Angriffen. Ich war nicht gerade auf welchen. Wo war noch mal drei? War eigentlich voll blöd. Na, komm her, boom. Und müsste schade, boom. Was? Hey, der meine mystische Art gekontert mit seiner eigenen. Verarschen? Gott. Und jetzt setzt er auch noch. Ey, das ist unfair. Was war, weil ich gerade Oberlimit gehabt? Ich habe es gesehen. Ich konnte meine Mystik nicht einsetzen. Ah. Gott, ich muss rennen. Das ist okay. Ja, das ist auch voll nicht fair. Also ich kann meine nicht einsetzen und der setzt seine dann noch oben drauf ein. Kann ich auch hier mehr oder weniger. Habe ich eigentlich normal Beast? Ich glaube nicht. Dämonenzahn. Ne, ich habe ja gar nicht. Komm, ich konnte deine Angriffe hier. Hier kann ich auch. Boom. Ich sollte den Kampf mal ein bisschen ernster nehmen. Ich so cool. Komm, mit in die Luft. Macht aber schon Bock, dieser Zweikampf. Muss nur aufpassen, ne? Der ist auch irgendwie fast auf den gleichen Level wie ich. Ja, ich kann auch Drachenschwarm hier. Ich kann auch Drachenschwarm hier. Boah, ich finde so gut, dass ich diese eine Fähigkeit habe, ne? Der ist so Ruhm. Jetzt mit deinen TP aus. Ja, du verbrauchst natürlich keine TP, ist klar. Okay, was geht, tu mal in der Luft kämpfen, alles klar, kann ich machen. So. Nein, ich wollte, oh, ich wollte jetzt erstmal den seinen Zauber ausweichen und dann habe ich nicht meine so. Klatsch, ich wollte erst, weiß ich nicht, seinen Zauber ausweichen und dann mal blocken, zu blocken helfen gegen mystische Arzt. Nee, ne? Jetzt muss ich mich aber heilen, ne? No, nein, no, ich habe es nicht geblockt. Das ist unfair, ey. Wer kann seine einsetzen, ich darf meine nicht einsetzen, ey. Der tut mich voll blocken. So, komm her, das mach ich mal ernst. Was? Du besser, das kann ich auch. Hm? Warte. Nett. Ich hab bekommen, weil ich den seinen Angriff die ganze Zeit kopiert habe, oder was? Okay, dann nutze ich mal kurz aus. So. Hey. Mach nicht einen auf Alexei, ey. Jetzt ganz ehrlich, darauf habe ich jetzt gar keine Lust.
Du hast gar nicht mehr so viel. Da geht selbst wenn ich jetzt diese, wie nennt man das, diese Geheimmission jetzt hier verpasst hätte, ich kann ja hier Namco Bandai Island die Bosse noch mal neu bekämpfen, ne? Dann hätte ich halt auch nachholen können. Soll ich vielleicht allgemein machen mit einigen Bossen, ne? Sind glaube ich noch so stark wie damals am Anfang, ne? Nein. Und tschüss. Muss aufpassen, der macht irgendwie was, 2000 Schaden mit seinen Mystikern. Nein, du Pisser, der nutzt das jetzt aus, dass ich den nicht angreife. Ah. Na warte. Ah, irgendwie habe ich es gewusst. Nein, hör auf. So, machen wir das mal. Warum ist denn jetzt auch immer Level? Komm schon. Jawohl. Noch gereicht. Okay, irgendwie ist er auch immer im Überlevel, wenn ich gerade überlevelt bin. Luftkampf, ha. Er wollte Schutzschild einsetzen. Aber da kann ich gar nicht ketten. So eine Basis hat, kann doch nicht sein. Das ist eine veränderte Art, glaube ich. Aber der tut einfach in der Luft kontern. Ja, Pisser. Und ja, ich setze mal ein paar Mischgummis ein. Hey! Der macht echt einen auf Alexei, ey. Mal wenigstens krieg ich ihn down, ey. Ich glaube, ich sollte ihn gar nicht mehr in der Luft hauen, weil er dann immer mit seinem blöden Angriff mehr um die Ecke kommt, die er in der Luft einsetzen kann. Oder mich, wenn ich das mal so hinzufügen darf. Oh, cool. Ich kannte ja Angriffe, die ich gar nicht gewusst hat, dass man die ketten kann. Doch, vielleicht bringt es das, ja. Ich glaube zwar nicht. Machen wir sowieso nur 2000 Schaden, ne? Ja. Flan, hör auf damit. Ich tue ihn schon wieder mit Angriffen bombardieren, die in die Luft befördern. Das sollte ich nicht machen. Das ist mit Drachenschwarm. Nein. Hör auf damit, Kollege. Ich meine, wir sind beste Freunde, aber trotzdem. Na, ich habe keine TP. Mein Gott, hör auf! So, jetzt reicht's hier. Ja, diesmal kannst du nicht kontern. Oh Gott, ich habe sogar genug. Oh, komm her. Ich hab Schlitz. Göttlicher Wolf. Ein Schlag hat noch. Ja, wir sind abgeschlossen. Cool. Ich habe gewonnen. Und der kaiserlichen Ehre. Alexandrie und Paladinumang. Ich nehme an, das sind geile Sachen. Der Kampf hat zu lange gedauert. Da waren auch 8 Minuten, so wie der letzte Kampf hier gegen diese ganzen Monsterhorden. Kendemo. Makete shimatta na. ざまあ見ろ。腕を上げたな。ユリ。お前もな。昔のままのお前だったら楽勝だったはずなんだがな。昔剣に誓ったっけ?
人々の笑顔のために戦うのだと。ああ。たとえ歩む道が違っても、背負うものが違っても、惨事を受けても、罵られても、騎士もギルドも、それは変わらない。そうだね。俺たちは互いに手の届かないところがある。 Aber schön. So bester Freund Moment. Okay, und dann geht's einfach weiter. Ja. Und der hat alles gesehen, so boah, was für ein awesome Kampf. Was für ein geiler Kampf das war, ne? Oh. Die Chance eines kritischen Treffers. Ah. So, aber jetzt weiß ich immer noch nicht. Okay, wollte schon sagen. Vor allem jeder hat diesen Kampf verpasst, ne? その力を4精霊を介して明星1号に収束する。それを星波にぶつけるの。僕が見つけたんですよ。この装置と各地のシルトブラスティアを同期させて、シルトブラスティアを中継して周囲のブラスティアに干渉するのよ。え、リタネの。そう、みんな、アルバイエルの。 今のパティ分かった。別にアルバイエルン、アップサップ目を見ない。だからそう言ってるじゃない。さすがです、リタ。問題は時間がないことね。コアのネットワーク作るのと収束する用意は同時にやらないと。ネットワークの構築は僕がします。アスピオからの避難者もいるし。学者たちだけじゃ護衛が必要だろう。 魔物も星波も結構やばいぜ。そこは騎士団がやりましょう。命に変えても守り抜きます。足りない分はギルドが援護するわ。技術者だっていないわけじゃないし。なんとかなりそうだね。けど肝心の明星1号は治ってんの？それはまだよ。 コンテナに使える部品が揃ってないの。必要な計算は済ませてあるから、あとはそれに適合した部品を見つけるだけなんだけど。それなら一層新たに作ってしまってはどうでしょう。今ならここには人も資材も豊富にあるはずです。あら、いいやんね。ネットワーク構築の前哨戦ってとこかしら。ですべてはミスペリアの末。確かに、それができるならその方が早いかも。決まりね。 後で人を集めるから詳しい説明をしてちょうだい。星波に挑む武器をみんなで作るんだね。この街を作ったようにじゃな。そう考えると不思議な感じね。あとは精霊の力が確実に星波に届くようにできるだけ近づいて明星1号を起動させるだけよ。つまりあそこだな。タルカロンの塔。 Ach, der ist die ganze Zeit da drin. Boah, bin so blöd, ne? Ich denke mir die ganze Zeit, wir hatten diesen Turm überhaupt dahin gebracht, aber Duke, ja, boah. Aber ich meine, wir haben den noch getroffen, nachdem der Turm schon da war. Das heißt, er ist da kurz rausgegangen, oder? Ich weiß es nicht. So, ich hätte gerne eine volle Truppe, damit ich mich hier noch mal umschauen kann. Das ist bestimmt auch irgendwie. So, pass auf, jetzt muss ich mit meinen ganzen Kollegen reden, ne?
Nö. Dann weiß ich noch nicht. Vorhin nur. Nein. Estelle. Irgendwie dreht sich dieses Spiel jetzt überhaupt nicht mehr um Estelle, habe ich so ein Gefühl, ne? Also so die ganze, weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen Erstelf, aber so. So die Mitte des Spiels ging ja die ganze Zeit nur um Estelle, ne? Dass wir sie die ganze Zeit retten müssen vor Alexei. Obwohl eigentlich ging es am Anfang auch schon mehr um Estelle, ne? Sie muss die ganze Zeit irgendwie ihre Bestimmung erstmal herausfinden und was sie machen will und so und ja. Jetzt dreht sich mehr oder weniger alles um den Alepharus. Also Estelle, weiß nicht, hat jetzt irgendwie gar keinen Einfluss mehr auf diese Welt, habe ich so das Gefühl. Aufs Spiel meine ich. Seitdem wir sie gerettet haben. Und da bilde ich mir halt nur ein. Jetzt auch nur ein Charakter. Was wird sie überhaupt machen, ja? Yuri Lowell. Limit-Trunk. So, ich weiß aber nicht, was wir jetzt machen müssen. Muss ich hier übernachten? Schon wieder? Ich habe gerade schon übernachtet. Du hast ein eigenes Zelt und beschwerst dich noch. Ja. Jetzt kämpfen wir gegen irgendeinen Mächtigen. Er hat schon irgendwie was von HP Lovecraft, oder? Ne? Wir kämpfen gegen irgendein Wesen aus dem All, mehr oder weniger. Ne? Was ist das Erfahrungs überhaupt? Das Schlimmste, was ich mir ja vorstelle, ist irgendwie... stellt euch mal vor, die Welt, keine Ahnung, ist im Alepharus. Der Alepharus ist ein riesiges Viech, ne? Und stellt euch mal vor, wir sind so ein kleiner Punkt nur und um uns herum ist die ganze Zeit dieses riesige Viech, ne? Das ist doch irgendwie voll krass, ne? Das heißt sozusagen, weiß ich nicht. Oh, ist umsonst. Okay, da muss ich übernachten. Um in der Story weiterzukommen. Ja, das hat irgendwie so, weiß ich nicht, so was von HP Lovecraft. Das wäre irgendwie so, also wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, von was ich rede, ja so, weiß ich nicht, Cthulhu und so, große Alten. Das irgendwelche Viecher aus dem Universum gehen, die jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Irgendwie sowas hat das irgendwie, ja. Jedenfalls, ja. Die beiden Charaktere, die nicht in der Originalversion dabei waren.騎士ってそういうものなのか？騎士の務めと階級は関係ないよ。騎士がどういうものかは難しい質問だね。難しいのか。僕にとっては市民を守るための存在だけど、そうは思わない騎士もいる。それならもう随分良くなったのと違うか？随分改善はされたよ。なかなか信じてくれない人もいるけどね。 人の噂というのは覚悟。 今回の一連の事件でそんなものはないんだってようやく分かった。結局その都度全力で悩むしかない。多分
辛い道なんだろうけど、僕はもう逃げない。そういう覚悟を決めたのさ。もう、パティ？偉いのじゃ。でもダメなのじゃ。昔、アイフリードとして海賊率いてた頃、ボスはうちだったけど、皆の支えがあればこそじゃった。記憶が戻った時も、一人だったのに、わからんけど、ユーリたちがそばにいてくれた。おかげで、今もこうして元気にやっとるのじゃ。パティ。一人で悩むことはないのじゃ。ユーリもいるし、うちもいる。みんなのことは、みんなで考えればいいのじゃ。みんなのことはみんなで。そうか。そうだね。Versuchst du gerade Flynn in unsere Truppe zu rekrutieren, Patty? Das wäre nämlich awesome. それでいつか夢見た世界を実現する頑張りがいがありそうだ。まずはあの星神からだな。実現させようと思って動けば、その覚悟が周りを動かすのじゃ。そして現実になるのじゃ。世の中はそうやってできておるのじゃ。うん、いかん。夜更かしはお肌が快適なのじゃ。寝る。ユーリはいいのかい？うちは若い。機会はいくらでもあるのじゃ。おやすみなのじゃ。ああ、おやすみ。一人で悩むな。か。あ、グッド。眠れないのかしら？Ach, ich merke gerade, was passiert. Jetzt kommen wieder diese Zweiergespräche, die immer vor dem finalen Kampf kommen, in den Tales of spielen. Bauri to hanashi konde tara osoku natta no. Atashi datte shuri ga banzen ka kakunin shite ta dake yo. Nani yo? Iie, betsu ni. Anta no sou iu toko mukatsuku wa.おかしいわね。タイはないのだけど。ねえ、あんた、この後どうするの？もし作戦が成功したら、ブラスティアは全部使えなくなる。ヘルメス式もね。そうなるわね。あんた、やることなくなっちゃうじゃない。そうね。それしかなかったのよね。バウルだけが飛んで、ヘルメス式を壊すことだけが目的。理由のないことじゃなかったけど、でも、でも、あなたたちと旅してたらどうでもよくなったみたい。何それ、いい加減。あなたはどうするの？ブラスティア研究が生きがいだったんでしょ？別に研究するものはいくらでもあるし、それにそのブラスティアじゃなくても信じられるものがあるって分かったから。私さ、家族とかっていないからよくわからないんだけど、けっ、あ、わらんて、wahrscheinlich den einzigen Moment, den Brita sich mal geöffnet hat, hier unterbrochen. Gott verdammt. Bist du sicher? Bist du sicher?
いろんな人と出会って。あなたもそうでしょ？そうね。今見たくなるなんて想像もしなかったけど、昔に戻りたいとは思わないわ。私もよ。すべてが終わったら、バウルといろんなところに行ってみようかしら。いいじゃない。ねえ、エステルも連れてってよ。あの子、まだまだ世の中見るべきなんだから。あら、あなたは来ないの？寂しいわ。Wenn Estella rumfliegt, dann wird sie auf jeden Fall mitkommen. それじゃ、そのためにもまずはこの世界を守らないといけないわね。当然、絶対にあれ、なんとかしてみせるわ。ええ、絶対。ね。Ja, ich wusste es. Die beiden. Das heißt, Yuri und Estelle. Oder Yuri und Repeat. Oder Repeat und Estelle. Okay, das ist ein sehr eindeutiges Zeichen, dass wir vor dem finalen Kampf sind, wenn diese Doppelgespräche kommen. So wie in den anderen Tales aufs Spiel. ねえレブン、誰かのためにしてあげられることがあるって嬉しいね。おやおや、カロル君も言うようになったね。うん、僕ずっとしてあげられることじゃなくて、やってみせたいことばかりやろうとしてたから、それを夢だと思ってたんだけど、違ったみたい。ギルドを作りたい夢、それをでっかくしたい夢。ボス、男の子らしくていいじゃないの。Schon wieder unterbrochen, ne, gibt's nicht. でも、それとてもあ、Leute。いい格好したかっただけなんだ。だってほら、一人じゃできないことっていっぱいあるよね。まあ、そうね。僕、一人でできなきゃ格好悪い、意味がないって思ってたんだ。それって、人のためじゃないよね。Alle setzen sie sich hin. Minna to tabi stete omottanda. Chikara awaseta hou ga yareru koto mo yorokobu hito mo sugoku fueru. Dattara sono hou ga ii na tte. Taishita mon da ne, Karoru-kun. Omae-san, kono ossan yori zutto saki itteru wa. Ima no omae-san, juubun kakko ii yo. Deibun datte kakko ii yo.ユーリほどじゃないけどね。あらら、言ってくれ。レイブンの夢は何なの？俺が？俺様の夢はそれあれだ。大金持ちになって美女いっぱいはべらせて。はいはい、冗談よ。今はそうね。やっと生きてるところまで戻ったってとこだから。また夢を持てるようになるのが夢かね。なんか難しそうな夢だね。でもレイブンなら大丈夫だよ。そりゃどうも。まあ、信じとくわ。そういえば心臓大丈夫なの？あ、それが不思議と楽なのよ。多少の無理をしてもなんともないし。精霊の影響かもね。だとしたら今度の作戦、悪いことばかりじゃないな。Was passiert eigentlich mit seinem Herz, wenn die Blastier alle entfernt werden? Oder haben die das gemeint? Weil die haben doch nicht das Blastier aus seinem Herzen entfernt, oder? Ich bin auch mit euch zu heute gut, ich denke. Wirklich, ne? Hoshiami. Katone. Otomasa. So.そろそろ寝ないと本当に明日に触るわ。年寄りに睡眠不足は大敵なのよ。うん、おやすみ。
Hey, Oyasumi. Yume ka? Osan, gara ni mo naku sono ki ni natchatte ru yo. Maitta ne, doumo. Ja, die Yuri und Estelle, ne? Oder repeat. いよいよですね。ああ。そう思うとなんだか眠れねえよな。ユリでもそんなことあるんですね。人を鉄でできてるみたいに言うなって。隣座ってもいいです。 Repeat und einfach ab. Also hätte sich auch rechts von ihm hinsetzen können, ne? あたたかい。明日あの星波に挑むんですね。あれをなんとかするのにアレクセイたちの残した研究が役立つなんて皮肉だよな。 あの人たちも他の人のために考えることができてたら。そうだな。けどあいつらはあいつらの選択をした。そこはどうしようもねえよ。選択。ユリはいつも自分で自分の選択をしてきましたよね。どうせ選ぶなら自分で選んだ方がいいって思ってるだけさ。 それが正しかったかどうかは終わってみなきゃわかんねえしな。でもやっぱりすごいです。選択するってことはとても大変なことだから。エステルだってちゃんと選んだろう。ユーリたちと旅してみてわかった気がします。 生きるってことは選択するってこと。そして選択する覚悟をするってことなんだな。だから、ギンスメアロベニオ。そんな、ガンスン、エースン、ヘルフデスピエス。大げさだな。私、ずっと与えられた役割を演じてただけだったんです。人を治せて、感謝されるのが嬉しくて。でも、今度はその力が世界にとって毒だと分かって。 ずっとその時々に振り回されて。今はどうなんだ。本当はよくわかりません。でもここにこうしているのは私が選んだから、私が望んだからなんだって思います。私ユーリと旅ができてよかったです。俺もだ。 ま、城の外に連れ出してくれって言われた時にはどうなることかと思ったもんだけどな。本当ですね。旅っていいよな。いろんな人や出来事に出会ってさ。世界中旅してきたけど全然飽きねえ。どうやら性に合ってるみたいだ。ずっと続けてくだろうな。 そして困ってる人を助けるんですね。もしかしたらどっかに悪者に追っかけられてるおてんば姫がいるかもしれねえからな。もうユーリ意地悪です。不思議です。今 ちっとも怖くない。むしろ新しい世界が来るんだなって。ああ、俺たちは星網なんかで終わらない。その先を生きるんだ。そしたらもっとみんなともユーリとも一緒にいられます。 Thank you. 俺も同じだよ。
サクッと蹴りつけて自分たちで選んだ未来を生きていこうぜ。Okay. Das war ein bisschen eindeutig. Ich glaube, nach diesem Part werde ich mal wieder die ganze Welt rennen und gucken, was hier getan hat. Und das war ein sehr eindeutiges Zeichen, dass wir vor dem finalen Kampf sind. Waren wir in der letzten Mal hier. もうここは立派な町なのだから名前をつけないとね。それならうちの名付け係の出番ね。はいはいはい、手作り丸太の。雪解けの光って意味のオルニオンなんてどうです？オルニオン、いい名前ですね。Stell gibt dir all die wichtigen Namen. Okay, zeig mal. Das Perrier-Dingen. Oh. Das sollte es nicht nochmal kaputt gehen, oder was? Das ist ein sehr hoher Kohlenstoff. Ist das nicht? Es ist halt einfach nur seltenes Metall. Ja, sag ich doch. Danke. Endlich sagst du mal was Vernünftiges. ただ、ソディア、ウィチル、たとえ別々に行動していても。Nur, dass ich jetzt mit eines Besseres bin. Jawohl, Gruppe ist wieder komplett. Jetzt tue ich erst recht nochmal durch die Welt hier rennen und gucken, was ich alles machen kann.受け入れなければ新しい世界を生きていくことはできません。ああ、その通りだ。まずはここにいる人たちから話してみます。ただの野原から、このオルニオンという素晴らしい街を生み出した彼らなら、ええ、きっと受け入れてくれるでしょう。頼むぜ。俺が言ったって誰も聞きはしないからな。そんなことないです、エステリーさん。 Das Land der Hoffnung, Aunion. Der Aunion. Minna, ich habe sie doch gerade zum Anai. Und noch ich dachte, ich habe Yodel Denka noch eine Tür, die ich habe. Minasan,
この世界で生きる全ての人に関係あることなんです。heroische Musik. あいつらは俺たちを信じて送り出した。俺たちも信じようぜ。さあ、俺たちは俺たちの仕事をこなさなきゃな。ハラル、閉めろ。うん、みんな、絶対成功させるよ。ブリンペスペリア、出発。Sperrier Nummer 2. Oh, ist ein Schlüsselobjekt. Freunde bis zum Schluss. Mit allen wieder vereinigt. So, ich muss aber dann noch Waffen kaufen und so, ne? Keine zweiten mehr in Darngrest. Okay. Warte mal, tut er jetzt? Tut er jetzt erst das Kostüm? Hatte ich schon seit Ewigkeiten. Okay, weil Flynn nicht die ganze Zeit dabei war, ne? Modeanalyse mit Don. Okay, gut. Flynn, du bist natürlich 2 Level höher, ist klar. Das heißt, ich kann dich gar nicht in der Gruppe reinpacken, Mann. Genauso wie Yuri und sind alle schon viel zu hoch gelevelt. Ich muss die ganzen anderen Charaktere erstmal hier. Na gut, da würde ich sagen, ich beende Party, ich speichere hier und oh Gott, jetzt taucht eine Gegner auf. Und ja, in der nächsten Folge machen wir dann weiter und nee, in der nächsten Folge machen wir nicht weiter. Aber ich gehe mal hier rein und speichern. Aber ich würde, weiß nicht, erst einmal passiert was hier passiert was. Sir Raven, das war eine gelungene Mission. Okay, Mission, wovon redest du? Sir Raven, ihr überragender Erfolg hat sich sogar bis zum uns herum gesprochen. Genug der Formalitäten. Ja, Sir, das heißt, ich habe hier ein Kleidungsstück als Geschenk von Meister Yoda. Oh, cool. Meister Yoda möchte Sir Raven mit diesem Geschenk anspornen. Hier, möge sie im letzten Kampf gute Dienste leisten. Kleidung für den letzten Kampf, ja. Der Kaiser verleiht seinen angesehensten Kommandanten in Anerkennung seiner Loyalität und Verdienste. Er will dich wohl vor dem letzten Kampf ein bisschen aufmuntern. Willst du es dann nicht eher Flynn geben? Ich gehöre nicht zu den kaiserlichen Rittern. Ich bin erst vor kurzem zum befehlshabenden Kommandanten ernannt worden. Du hast die Ehre viel mehr verdient. Ich glaube, Meister Yoda sieht das genauso. Du wirst es doch wohl nicht wagen, seine Gunst zurückzuweisen, oder? Verstehe, dann nehme ich es gerne an, als kaiserliches Geschenk von Meister Yoda. Wenn du es annimmst, musst du es auch anziehen. Jetzt sofort? Ja, so ist es Brauch. Oh, cool. Es steht dir gut. Schön, dass es dir gefällt. Und nun lass uns verschwinden. Captain Schwan. Vor allem jetzt sehe ich nicht aus wie Captain Schwan und Schwanbrigade. Zeigt Sir Raven die Ehre. Viel Glück. Wow. Deswegen wollte ich, dass wir hier verschwinden. Wir setzen so große Hoffnungen in uns. Komet. Cool. Der Held einer neuen Stadt. Ich wollte eigentlich jetzt hier nur in den Speicherpunkt reingehen. Da ich Gudogo, du dich hier, ich sage dir, ich kann mir auch keine Weile nicht, die in der Gara.
すごい太っ腹だよね。へえ、男気あふれる大工がいたもんだね。あんたも少し見習ったら。Okay, jetzt lassen wir erstmal speichern. Die ganzen Skizzen, die nehme ich dann, weiß ich nicht, in separaten Part auf. So, endlich mal. Gucken wir uns mal den Titel an. Das sieht viel besser aus. Die Sterne über den Atomen über das Firmament. Die Sterne über die Atomen über das Firmament. Du bist unverantwortlich, aber mit einem gewissen Charme. Cool. Das war, würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge werde ich dann wieder hier Nebenquests hoffentlich reinschneiden. Das war schon irgendwie so ein Zeichen, dass hier wieder, weil nicht Nebenquests überall sind. Wir sind außerdem vor dem finalen Kampf. Also ja, ich habe so Gefühl, das ist ein sehr gutes, sehr guter Punkt hier irgendwie, ja. Gerade um solche Sachen zu machen. Also ja, den Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, ich hat euch dabei gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.